Martina Schenk, Team Stronach, ist die nächste Rednerin. Herr Rechnungshofpräsident, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Ich widme mich auch dem Kapitel internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in ausgewählten Ressorts, weil das auch ein Beispiel ist, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Es wurden schon die Kritikpunkte hauptsächlich angesprochen. Die zwei Ministerien, das Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium, wurden hier ausgewählt. Die Kritikpunkte reichen von keinem Überblick, das nicht systematisch erfasst wurde, das Fehlen eines Gesamtüberblicks. Und so kann man das also weiterführen und ausführen. Es wurde auch schon vorhin erwähnt. Auf Basis dieser Datenlage ist es natürlich auch schwer, der Informationspflicht gegenüber dem Parlament in angemessener Weise nachzukommen. Und das muss hier auch klar angesprochen werden. Denn wenn hier die zuständigen Ministerien so agieren, einfach frei vergeben, Direktvergaben machen. Wir haben es schon gehört, beim Verkehrsministerium etwa 10 Millionen, beim Wirtschaftsministerium etwa 11 Millionen, dann ist das schon ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen kann. Und jetzt möchte ich den Bogen zerspannen, auch zur Registrierkassenpflicht. Diese super strenge, wichtige, tolle Registrierkassenpflicht wurde ja eingeführt. Wir wissen ja, wie die Reaktion aus der Bevölkerung darauf ist, wie kleine Unternehmen darunter leiden, Taxifahrer, die Wirte, die sperren nach der Reihe zu. Ich merke es auch immer selber, wenn ich mit den Taxi fahre, die müssen jetzt das Trinkgeld extra eingeben, dauert extrem lang, ist also ein bürokratischer Aufwand. Hier werden die kleinen, redlichen, und klein möchte ich jetzt nicht negativ meinen, arbeitenden Menschen bestraft. Und auf der anderen Seite gibt das Ministerium Direktvergaben frei vergeben, Millionenbeträge werden ohne Rücksprache, ohne Vier-Augen-Prinzip vergeben. Also das ist ein Zustand, meine sehr geehrten Damen und Herren, der so nicht stehen gelassen werden kann. Und in diesem Zusammenhang darf ich auch darauf hinweisen, dass wir uns weiterhin natürlich dafür einsetzen werden, auf der Seite der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler stehen, ebenso wie auch der Rechnungshofpräsident und der Rechnungshof generell mit seinem Team. Denn wenn Sie es nicht machen und wenn es die genannten Ministerien, vor allem im Speziellen hier das Wirtschaftsministerium, auch verabsäumt, müssen wir das übernehmen. Danke. Martina Schenk vom Team Stronach fordert analog zur Registrierkassenpflicht für Kleinunternehmen ein Registriersystem für die Direktvergaben im Ministerium, wo Millionen Euro ohne Kontrolle vergeben würden.